Aus Deutschland sind es 126 Sportler und Sportlerinnen und dann knapp 60 Betreuungspersonen. Also medizinische Betreuung, Trainer, Disziplinchefs, Organisationsteam sind knapp 60. Also wir haben eine Delegation von 183 Personen. Kennt man da alle? Ich kenne nicht alle, nee. Also ich lerne jetzt die Sportler und Sportlerinnen alle gerade kennen. Aus dem Organisationsteam kennt man sich so ein bisschen, aber ja, die Sportler untereinander kennen sich, wenn sie sich schon mal bei Wettkämpfen gesehen haben. Aber es ist eine große Gruppe und man muss erst mal alle kennenlernen. Und was sind so die Eindrücke der ersten Tage jetzt? Ja, das Dorf ist sehr groß irgendwie, aber auch schon ausgebucht. Also es ist jedes Bett belegt, in jedem Apartment wohnen genug Leute. Wir haben das so, kannten das, also ich war noch nie mit auf Universiade, aber die schon mit waren, kannten das so nicht. Da war das immer so, dass man noch ein bisschen mehr Platz hatte. Aber es ist alles ganz gut organisiert. Es gibt sehr viele freiwillige Helfer, die auch sehr bemüht sind und einem immer zur Seite stehen und einem versuchen irgendwie zu helfen. Beschreiben Sie mal das Dorf, also wer es jetzt nicht sehen kann. Ja. Hochhäuser, schöne, große, viele Hochhäuser mit ganz vielen kleinen Wohnungen drin, in denen immer verschieden viele Leute wohnen. Dann gibt es verschiedene kleine Läden, also wir haben Blumenladen, Friseur, Convenience Store, gibt es alles. Es gibt verschiedene Center, wo man sich Informationen holen kann. Es ist irgendwie, es hat so ein bisschen was von einer Hotelanlage, in der man so in seiner eigenen kleinen Welt lebt, aber trotzdem ist es alles gut gemacht, ist alles neu, ist alles schön, ist alles sauber. Aber wie klein oder groß ist denn das alles? Wie Also, groß ist das? das, die ganze Anlage, wo Häuser stehen, ist schon extrem groß. Also, ich glaube, von einer Seite des Dorfes zum anderen läuft man schon so 20 Minuten. Ich weiß auch nicht, es gibt bestimmt 20 Hochhäuser, in denen Leute wohnen. Immer verschieden viele von jeder Nation. Also es ist schon extrem groß. Ich habe es mir so groß nicht vorgestellt. Und hat man schon so einen Eindruck, was so für Aufwand getrieben wird, ich sag mal, in Sachen Personal Großer Aufwand, sehr großer Aufwand. Also wirklich, wir haben 6 Personen zugewiesen, die uns immer zur Seite stehen. Kleine, so Attachés nennen die sich. Aber in jedem Raum, in den man reinkommt, sitzen 3, 4, 5 Volunteers, die sofort aufspringen, einem sofort helfen wollen, auch wenn man nur guckt. Wenn man zum Media Center oder Information Center geht, da sitzen 20, 30 Leute an jedem Schalter und wollen einem immer helfen und sind immer ganz bemüht. Nicht immer können sie einem helfen, weil man vielleicht ein bisschen spezielle Fragen stellt, aber sehr, sehr, sehr viele Menschen, die einem hier helfen und alle auch ganz freundlich und alle ganz interessiert. Zu uns reden zum Beispiel auch einige Leute Deutsch, auch wenn es nur Danke und Tschüss ist, aber das ist irgendwie ganz niedlich, dass sie so versuchen, mit uns Deutsch zu reden. Und viele Hörer in Deutschland haben wahrscheinlich noch nicht von der Universiade gehört. Wie bedeutend ist das so als Sportler eigentlich? Also, das ist die zweitgrößte Multisportveranstaltung nach den Olympischen Spielen. Wir haben hier über 13.000 Athletinnen und Athleten. Also es ist schon eine große Veranstaltung. Sie ist nicht so bekannt, aber für die Sportler ist das schon eine ganz große Sache. Also viele sind hier dabei, die auch bei Weltmeisterschaften dabei waren, Europameisterschaften, einige bei Olympia. Für die ist das schon was ganz Besonderes, weil das natürlich auch was ist, wo man mit anderen Sportarten in Kontakt kommt, was man so bei einer Weltmeisterschaft nicht kommt. Und die wird auch immer größer, die Universiade. Also bis vor ein paar Jahren waren das noch irgendwie halb so viele Leute und jetzt mit 13.000 Athletinnen und Athleten ist das schon extrem groß. Aber ja, die Bekanntheit könnte noch größer werden natürlich, aber ja, zweitgrößte Veranstaltung nach Olympia, schon eine Hausnummer auch. Wie kommt das mit der Bekanntheit, dass die nicht so ist? Es ist eine relativ eingegrenzte Zielgruppe. Also es dürfen ja nur Leute teilnehmen, die studieren. Damit grenzt man das natürlich schon ein. Dann ist es trotzdem eine Spitzensportveranstaltung. Denn das heißt, es müssen Studierende sein, die trotzdem in der Weltspitze Erfolg haben können. Und da wird es ja dann, also ich meine, wenn man sich anguckt, wie viele Weltsportler gibt es, die ist ja schon relativ klein, diese Gruppe, und dann müssen sie noch studieren. Das ist, auch die Zielgruppe ist sehr klein und dann dementsprechend auch die Leute, die es interessiert,
schart sich um die Zielgruppe. Alterslimit ist 27? 27, genau. Und bei den Basketballern sogar nur 25. Gab es irgendwelche besonderen Herausforderungen für Sie jetzt als Verband, diese Reise hierher zu organisieren? Das ist die Universiade an sich, macht unser Verband ja schon lange. Haben wir auch einige Mitarbeiter dabei, die jetzt irgendwie hier bei ihrer 12., 15. Universiade sind. Ich persönlich bin neu, deswegen konnte ich das nicht so einschätzen. Aber für Taiwan speziell gab es keine besonderen Herausforderungen. Und auch die 12. oder 15.? Also einen Mitarbeiter haben wir dabei, der arbeitet seit über 30 Jahren beim ADH und fährt auch seitdem mit zur Universiade. Trainer, oder? Nee, unser Verwaltungsreferent, der hat hier die organisatorische Leitung. Der ist auch schon seit letzter Woche hier und hat das Vorkommando gebildet und kümmert sich um alles Organisatorische. Kann der natürlich auch, hat er schon oft gemacht. Aber auch unser sportlicher Leiter ist jetzt schon seit 2000... ich möchte nicht lügen. Seit bestimmt 15 Jahren dabei. Ich glaube, 17 Jahre sind es mittlerweile. Hat also auch schon einige Universiaden mitgemacht. Und viele Trainer und Disziplinchefs sind schon lange dabei. Einige sind auch ganz neu, aber viele sind auch schon lange dabei und haben jetzt irgendwie, also vierte, fünfte Universiade ist es bei einigen. Auch bei den Medizinern oder den Physiotherapeuten oder wen wir so dabei haben. Und mit welchen sportlichen Erwartungen geht man in so ein Ereignis? Also wir haben ja Nominierungskriterien für die Sportler und die sind eigentlich so, dass wir da schon gucken, dass jeder eine Finalplatzierung erreichen kann, also unter die Top 8 oder Top 12 kommen kann. Das heißt, das erwarten wir auch irgendwie oder erhoffen es uns, wir erwarten es nicht. Und Medaillen haben wir natürlich. Wir haben einige dabei, die auch schon mal hier bei einer Universiade mit waren und auch schon Medaillen gewonnen haben. Da erhoffen wir uns natürlich ein bisschen was. Dann haben wir Leute dabei, die bei WMs oder EMs erfolgreich waren. Grundsätzlich in der Leichtathletik haben wir große Hoffnungen, im Judo, Taekwondo, Schwimmen. Also wir haben verschiedene Sportarten, wo wir wirklich eigentlich schon auch große Hoffnungen haben, ja. Ja, die deutsche Sportförderung, da weiß man ja schon, dass da auch immer so ein bisschen auf die Medaillen geguckt wird, die da rausspringen. Wird bei Ihnen nicht anders sein? Also wir freuen uns über Medaillen, aber wir haben als Ziel, ist bei uns eine Finalteilnahme und natürlich wollen wir, dass die Sportler ihre Bestleistung abrufen können, dass sie das zeigen können, was sie drauf haben. Aber wir haben keine Zielvoraussetzung für Medaillen. Also wir haben keine Zielvorgabe Medaillen. Haben Sie mitbekommen, gibt es bei den Sportlern welche, die besonders aufgeregt, besonders froh sind, dabei sein zu können? Was haben die so erzählt? Ach, froh dabei zu sein sind sie alle. Also die sind alle schon happy, dass sie hier sind und dass das ermöglicht wurde. Das war bei einigen nicht so ganz einfach, weil das keine ADH-Sportart ist zum Beispiel, aber sind alle ganz happy und sind auch alle die Stimmung im Team ist auch sehr gut. Klar gibt es einige, die auch aufgeregt sind, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, die sehr jung sind. Wir haben auch ein ganz junges Team von 22,8 Jahren, ist glaube ich der Durchschnitt, also extrem jung. Da sind natürlich einige sehr aufgeregt, aber wir haben auch einen Teampsychologen dabei. Und in den nächsten Tagen kommen noch zwei Pfarrer und die stehen den Sportlern eigentlich immer ganz gut zur Seite und ja, beruhigen die oder reden denen gut zu oder führen Gespräche. Also gerade der Psychologe ist ein Sportpsychologe, der da auch viel Erfahrung mit hat. Ja. Die Pfarrer kommen auch aus Deutschland? Ja, das ist ein evangelischer und ein katholischer Pfarrer. Die haben wir jetzt seit einigen Jahren, nehmen wir die mit und das kam immer sehr gut an im Team. Die bieten dann auch Gottesdienste an oder ja, Beratungen oder einfach nur Beistand. Kann ja auch immer mal was passieren, sodass irgendwie man gerne mit jemandem reden möchte. Und dann sind die immer da. Und sonst unterstützen sie uns natürlich auch organisatorisch. Haben Sie das im Vorfeld mitbekommen, dass hier in Taiwan das Ganze auch so eine politische Dimension hat? Ob der Name Taiwan zum Beispiel abgedruckt werden darf oder nicht? Also ich persönlich muss gestehen, habe davon ehrlich gesagt nichts mitbekommen. Natürlich ist einem das klar, dass die Situation hier nicht so ganz einfach ist. Ich meine, das weiß man ja dann auch.
Aber dass es da jetzt zu Taiwan abdrucken oder nicht Diskussionen gab, ist mir neu. Haben Sie mitbekommen, was mit dem chinesischen Team ist hier? Nee. Die haben nur Einzelathleten geschickt, keine okay. Teams. Und die werden wahrscheinlich nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen. Ah, okay. Nee, das wusste ich nicht. Also wir haben uns gefragt, wie China so dazu steht. Aber wir hatten bisher noch keine Informationen dazu. Hat man ihnen irgendwas so an Verhaltensregeln mit auf den Weg gegeben? Wir hatten ein Treffen mit allen Verantwortlichen. Da hatten wir einen Professor, der sich hier mit Taiwan sehr gut auskennt. Der hat uns ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben, wie man sich so, ja, keine Ahnung, also wie so die kulturellen Umstände sind, wie die Leute drauf sind, wie man sich so verhält, wenn man, also unsere Attachés zum Beispiel, dass sie sich nicht gerne einladen lassen wollen oder dass sie aber alles Mögliche versuchen und dass alle immer ganz höflich sind und einem nichts abschlagen können und dass man das vielleicht irgendwie einfach im Hinterkopf behält und auch zum Umgang mit China, also dass wir zum Beispiel, wie man das sagen soll, dass man hier irgendwie das Land Taiwan, Land China, diese ganze Problematik hat er uns gesagt, wir sollen immer von der Kulturregion Taiwan reden und nicht China ist, eigentlich gehört Taiwan zu China oder so, das sollen wir nicht sagen. Wir sollen uns da politisch zurückhalten und keine Diskussionen lostreten, dann wären wir auf der sicheren Seite. Nicht so ganz einfach. Nee, ist nicht so ganz einfach. Vor allem macht man sich ja schon seine Gedanken und macht das vielleicht auch gar nicht mit Absicht, aber da gibt es natürlich Fettnäpfchen, in die man treten kann und da müssen wir schon aufpassen. Und das haben auch alle Sportler so vermittelt bekommen? Noch, also ich hoffe es, ja. Wir waren da nur mit den Verantwortlichen, aber die sollten das alle an ihre Sportler weitergeben und die Informationen so weitergeben, dass die Sportler das auch wissen. Okay, dann vielen Dank, viel Erfolg. Ja, wir hoffen viel Erfolg. Heute haben wir erstmal Flag Ceremony. Ja, was wird da ablaufen? Es gibt einen Platz irgendwo im Dorf. Das ist ein ganz großer Platz, da stehen ganz viele Fahnenmaste. Und da gibt es für jede Nation einen Termin. Da wird die Fahne gehisst und heute ist unsere um 18 Uhr. Wird unsere Fahne gehisst, dann kommt Musik und wir werden begrüßt und die ganze Delegation ist vor Ort. Nationalhymne? Nee, bei der FISU und der Universiade wird keine Hymne gespielt, auch bei den Medaillenfeiern nicht. Es wird immer die FISU-Hymne gespielt. Es wird nicht auf Nationen bezogen. Aber es gibt diesen Medaillenspiegel, den man so kennt. Ja, den gibt's. Medaillenspiegel gibt's. Es wird auch für eine Nation natürlich gestartet, aber das hat man sich wohl irgendwann mal überlegt, dass man nicht die Nationalhymnen spielt.